Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cruise Micha. Im letzten Film hatte ich ja gesagt, dass ich euch mal noch kurz darüber informieren wollte, was ich so an Technik auf die Weltreise mitnehme. Oh, da hat sich schon jemand hingelegt schlafen. Okay, ja, daher würde ich einfach mal anfangen und euch so ein bisschen die Technik präsentieren. Bei den letzten Videos bei Winter im hohen Norden hatte ich hauptsächlich mit meinem iPhone 14 Pro Max gefilmt. Also die meisten Aufnahmen waren mit dem gedreht. Zwischendrin noch so ein bisschen GoPro und Insta360. Jetzt für die Weltreise haben wir uns da aber schon was anderes angeschafft. Und zwar wären wir da hier bei diesem Kollegen. Ja, das ist also eine Sony Alpha ZV-E1. Also extra so eine Vlogging-Kamera mit Vollformat-Sensor und guter Optik, sage ich mal. Sehr lichtempfindlicher Sensor drin, also so Aufnahmen bei Nacht sollten relativ gut drin sein. Darauf montiert habe ich jetzt dieses FE4, also Blende 4, 20-70 mm, ist also ein Zoom-Objektiv. Vorne drauf haben wir auch noch einen variablen ND-Filter. Warum hat man den drauf? Ich sag mal, am schönsten sind Videos einfach, wie man es gewohnt ist in Deutschland, mit 25 Bilder die Sekunde. Würde man jetzt zu viel Licht haben, die vorne auf den Sensor reinkommt, müsste man die Verschlusszeiten so stark runternehmen, dass die Bewegungen abgehackt sind. Also geht mal hin und verdunkelt dann einfach hier mit diesem Filter das auf den Sensor oder in das Objektiv kommende Licht, um einfach die Verschlusszeiten in einem Rahmen zu bewegen, dass die Bewegungen, sage ich mal, relativ geschmeidig sind, so ein bisschen Bewegungsunschärfe drin haben. Das sieht man auch hier, also ich filme jetzt gerade auch hier mit dem iPhone 14 Pro Max und habe das auch fest auf 25 Bilder und auch mit einem Zusatzprogramm auf eine Belichtung von 25stel gestellt. Ja, also dass man auch diese leichte Bewegungsunschärfe im Video drin hat. Ja, also die Kamera mit dem Objektiv, ich denke, das wird so das Universalobjektiv werden, mit dem ich so den Tag über, wenn man unterwegs ist, auf dem Schiff oder so, filmt. Dazu habe ich dann noch hier von Samyang, chinesischer Hersteller, aber in dem Test durchaus positiv weggekommen. Hätte man noch hier ein Festbrennweitenobjektiv. Schaut jetzt nicht ganz so spektakulär aus, aber wenn man jetzt hier schaut, also Festbrennweite 24 mm, also doch schon Weitwinkelobjektiv, aber mit einer Blende 1.8. Wer sich damit beschäftigt, weiß, 1.8 ist schon sehr lichtempfindlich. Also denk mal, das wird so das Objektiv bei Aufnahmen nachts oder abends auf dem Schiff, wenn es eher dunkel ist, um einfach etwas mehr Licht auf den Sensor zu bekommen. Und Zoom braucht man auf dem Schiff jetzt ja auch nicht so unbedingt, da ist man ja doch relativ nah dran. Ja, was kommt noch mit? Einfach hier, das ist das Standardobjektiv, was bei der Kamera dabei war, relativ klein. Kleines Zoom-Objektiv, wiegt nicht viel, kommt mal mit, ob ich es wirklich nutze, keine Ahnung. Was haben wir denn noch zur Kamera? Wie hier will man natürlich auch schöne Aufnahmen haben. Das machen wir mit diesem Gerät hier. Das ist ein Gimbal von DJI. Das ist das DJI RS3 Mini. Ja, Ronin-Serie. Ja, was macht das? Man steckt die Kamera halt hier drauf. Die Kamera wird dann stabilisiert, wenn man so bewegt. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Also Kamera hier quasi reinschieben, einmal festklemmen. Dann muss man hier die Achsensperren lösen. Einmal hier, dass die Kamera sich hier bewegen kann. Dann einmal hier, dass die Kamera so bewegen kann. Und einmal hier, dass die Kamera so bewegen kann. So, und dann kann man das Ganze ja mal einschalten. Ja, so, und jetzt wäre das Gerät an. Jetzt sehen wir, jetzt können wir hier schon also wackeln machen. Das hält immer die Orientierung. Kann man auch hier mit der Taste da vorne, kann man die Orientierung nochmal feststellen. Also jetzt bleibt die Kamera auch, wenn ich es stark bewege, halt immer innen fokussiert. Ich denke gerade so bei schönen Schwenks, die man macht, durchaus interessant, da einfach schöne, ruhige Bilder zu bekommen. Ja. So, nächstes Päckchen wäre dieser Koffer. War auch schon bei Winter im hohen Norden dabei. Mach den mal auf. Also wenn wir da jetzt reinschauen, sehen wir schon, das ist GoPro.
Das ist die, müsste die 11er sein. Die 12er kam jetzt, glaube ich, gerade raus. Also habe ich nicht, werde ich auch nicht kaufen. Speicherkarten, 2 Stück als Reserve, 256 GB. Hier noch eine 9 Black, falls mal eine zweite braucht. Hier noch ein Gimbal für die GoPro. Mit einem Adapter wird man da auch noch das iPhone drauf kriegen. Also ist man auch ein bisschen universell aufgestellt. Dann von DJI, das ist das DJI Mic. Ja, also hier ein Empfänger, den kann man sich irgendwo anklemmen, wenn man jetzt halt wie jetzt so Video macht, dass man ein Mikrofon hat, das relativ nah am Mund ist und die Sprache gut aufnimmt. Wie man sieht, Empfänger fehlt, Sender fehlt auch. Erklärung, Empfänger steckt im iPhone, Sender an meinem Kragen, damit er mich gut versteht. Ja, unten drunter noch ein paar Ersatzakkus, Kabel, Windschutz, was man halt alles so braucht. Und ja, das ist so die Ausrüstung, was ich von der GoPro habe. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Stativ. Hier haben wir auch Carbon-Reisestativ von Small Rig. Also hat dann auch hier, wie man so schön sagt, ein Video-Kopf drauf mit Fluid-Technik, also gedämpft, dass man, wenn man Schwenks macht oder so, das ohne Ruckler hinbekommt. Denke ich, ist ganz gut, wenn man abends mal so paar Zeitrafferaufnahmen machen möchte oder das Auslaufen ein bisschen stabiler aufnehmen möchte. Relativ kompakt, ja, relativ kurzes Packmaß, kann man also auch geschmeidig mitnehmen. Zu guter Letzt haben wir dann noch, ja, natürlich, was braucht man? Man braucht ein bisschen Licht. Das ist eine LED-Videoleuchte mit Display, ja, ist ebenfalls von Small Rig, kann man hier Helligkeit einstellen, man kann Farbtemperatur umstellen, verschiedene Modi auswählen, ne, RGB, da gibt es noch ganz tolle Effekte und was weiß ich. Also am meisten werde ich wahrscheinlich hier das normale Weißlicht, sag ich mal, benutzen, damit man hier gut ausgeleuchtete Videos hat. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Also von der Kameratechnik her, was habe ich sonst noch dabei? Klar, mein Mac, also mein MacBook Pro wird mitkommen, auf dem ich dann die Videos schneide. Im letzten Urlaub hatte ich das Ganze auf meinem iPad Pro geschnitten. Jetzt mit der neuen Sony-Kamera versuchen wir das ein bisschen mehr professionell hinzubekommen, also dann auch mit anderem Schnittprogramm. Da werde ich dann auf Final Cut umsteigen und werden mal schauen, wie es sich dann im Endeffekt ausgeht. Ein bisschen rumspielen. Ich meine, es sind ja genug Seetage, da kann man gut was ausprobieren. Ja, ansonsten auch wichtig, wäre noch eine Powerbank. Das ist ein doch größeres Exemplar von Anker mit Bildschirm, die anzeigt, wie viel ist noch drin, was geht raus, was wird verbraucht. Hat 2 USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss. Also hat einiges an Power, das Teil. Ich glaube, kann bis zu 120 Watt rausbringen. Also auch für so ein MacBook Pro mal zu laden. Und hat insgesamt, ich glaube, 81 Wattstunden oder so. Also jetzt nicht die größte, aber halt schon stark. Noch habe ich nicht alles an Bord, wie man so schön sagt, was wir brauchen oder was ich gerne mitnehmen möchte. Daher können wir uns das hier mal auf der Webseite angucken. Also was würde ich noch gerne mitnehmen? Das ist einmal hier von Tamron das 50-400. Einfach ein 400 mm Zoom-Objektiv. Denke ich, wird ganz schön werden bei Ausflügen, Safaris. Ja, einfach um das entfernte Geschehen ein bisschen näher drauf zu bekommen. Sieht man hier so ein paar Beispiele, was damit möglich ist. Jetzt nicht besonders lichtstark, das ganze Teil mit 4, 5 bis 6, 3 in der Blende. Aber wie gesagt, damit wollen wir eigentlich über Tag Fotos machen, beziehungsweise Videos. Dann Insta360, der ein oder andere wird sie vielleicht schon kennen. Ist eine 360-Grad-Kamera, die 360 Grad aufnimmt. Die ganzen Bildausschnitte, was wird gezeigt, wie ist die Kamerafahrt. Wie soll es nachher aussehen? Sieht man ja hier, macht man alles im Post, wie man so schön sagt. Also am PC dann und kann da super Videos zusammenschnipseln. Für mich so von der Idee her so ein bisschen Drohnenersatz. Überlegung war, nimmt man eine Drohne mit, gibt man die jedes Mal ab, informiert man sich dann vor jedem Hafen, was sind die Gesetze bezüglich Drohnenflug und habe ich keine Lust. Deswegen einfach hier Insta360, langer Selfie-Stick und das Beste rausholen. Jetzt habe ich euch schon viel gezeigt, was alles so mit soll. Natürlich muss das auch irgendwo rein. Da hätten wir jetzt hier den Lowepro Taktik WP450 AW2.
großer Fotorucksack mit Schnellzugriff auf die Kamera, wie man hier oben sieht. Also mit Objektiv kann man die Kamera dann einfach reinmachen. Wenn man irgendwas Tolles sieht, kann man Kamera rausholen, Deckel auf, los geht's. Stativ lässt sich außen befestigen, also sollte eigentlich der große Allrounder sein. Zu guter Letzt braucht man natürlich, oder was heißt braucht, möchte ich gerne natürlich auch Internet haben. Warum? Natürlich informiert bleiben, Videos hochladen, eigentlich auf nichts verzichten. Es war ja die ganze Zeit die alten Internetangebote, ich glaube da waren wir bei 1.500 Euro für die Flatrate, die, wie wir ja alle wissen, nicht wirklich schnell ist von Geschwindigkeit her. Das heißt, viele Gedanken gemacht, ah, was machen wir, gehen wir an Land, lokale SIM-Karten, WLAN, Netze irgendwo im Hafen, in Restaurants und so weiter und so weg. Aber jetzt hat ja AIDA die neuen Tarife rausgebracht. Was kommt da? Natürlich Starlink Internet Flat habe ich mir gebucht, und zwar hier die Premium Internet Flat, war jetzt glaube ich 870 Euro für 4 Monate, 2 Geräte gleichzeitig. Was man so hört von Schiffen, die es schon haben, relativ gute Geschwindigkeiten, also durchaus zu gebrauchen. Also wäre zumindest mal, sag ich mal, das Internet abgedeckt, wenn man auf dem Schiff ist. Sollte man jetzt an Land auch noch gerne mit seinem Handy ja, auf Empfang bleiben, habe ich hier, gibt es glaube ich auch für Android, also ich kann jetzt nur vom iPhone sprechen, die Software Aerallo. Oder wie auch immer man es ausspricht, war jetzt nach meinen Recherchen ausgenommen natürlich, man kauft direkt vor Ort in einem Geschäft eine SIM-Karte und macht die ins Handy rein. So von den eSIM-Anbietern mit der günstigste in fast allen Häfen, die wir auf dieser Reise anlaufen oder allen Ländern. Ich habe hier mal so eine ganz kurze Übersicht. Wer es gerne sich anschauen möchte, kann gerne mal einen Screenshot machen, Video pausieren oder sich mal angucken. Das sind so die Preise drauf. Also ja. Ne, wer es braucht unbedingt, ich meine, auf dem Schiff haben wir auch, aber wie zum Beispiel hier Spiele wären ja, glaube ich, 5 Häfen, wird man für 18 Dollar, wird man 15 Gigabyte Internet-Traffic bekommen fürs Handy. Ja. Also je nachdem, wie man das möchte, kann man sich hier dann noch was kaufen. Was dann vielleicht noch ganz interessant ist, da ja mit Roaming jetzt mal Ausnahme hier von den 2 französischen Inseln, Kolonien, wo man dann wieder europäisches Netz hat, ja doch außerhalb vom EU-Roaming ist, kann man sich hier über Zipgate, heißt es, und ich mach's mal kurz auf. Genau, das ist hier also die Satellite-App, sollte es denke ich auch für Android geben, also gibt es auch in Google Play. Was ist das? Es ist eine App, die installiert man sich, man bekommt eine deutsche Handynummer zugeteilt, geht aber komplett über das Internet, kann also, sage ich mal, die deutsche Nummer, wenn man noch in Deutschland ist, komplett umleiten auf die Satellite-Nummer und ist dann überall dort auf der Welt, wo man Internet hat, mit seiner normalen Nummer erreichbar. Und theoretisch sollte Starlink auch so schnell sein, dass man dann auf dem Schiff problemlos mit einer normalen Nummer telefonieren kann. Ich meine, es gibt mittlerweile genug Alternativen, Apple, FaceTime, WhatsApp und was es auch nicht alles gibt, ja, aber vielleicht durchaus eine Überlegung wert, ob man hier sich noch diese Alternative besorgen möchte. Ich glaube, es ist auch kostenlos soweit. Ich glaube, 100 Minuten im Monat hat man kostenlos. Was mehr geht, muss man dann ein Abo kaufen, das monatlich kündbar ist. Ja, müsst ihr euch einfach mal anschauen. Also, wie gesagt, ich habe die kostenlose Version, sollte reichen, bin aber auch nicht der Vieltelefonierer. So, im Großen und Ganzen war es das. War jetzt, wie sagen wir so schön, quick and dirty. Also einfach mal drauf los, aufgenommen, gefilmt. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare unten rein. Ich versuche es zu beantworten. Wenn ihr Tipps habt, was besser geht, was vielleicht nur interessant wäre, auch gerne unten ab in die Kommentare. Und ja, dann freue ich mich darauf, dass wir uns beim nächsten Video dann schon auf dem Schiff sehen. Ja, sind jetzt heute, wo ich das Video drehe, noch 46 Tage bis zum Start. Und dann geht's los. Also, bis dann, euer Grußmicha.